Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der hat hier auf ProSieben eine Sendung. Und ja, freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er heißt Sebastian Puffpaff. Herzlich willkommen! Fäustchen da. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ist natürlich nicht irgendeine Sendung. Dankeschön. Das haben wir mittlerweile mitbekommen. Soll ich zuerst? Gerne. Ich komme gleichzeitig. Wir machen gleichzeitig. Mittlerweile. Sehr gut anmoderiert. Ja, gut. Täuschend, ne? Echt. Ich habe alles gegeben, was ich habe. Es ist ja nicht irgendeine Sendung, sondern es ist eine Sendung, die wir alle noch im Kopf haben. Sie wurde so transparent beworben wie die Booster-Impfung, aber irgendwann ist es dann doch durchgeschlagen und jeder wusste, TV Total kommt zurück. Ja, ja. Und du bist der Moderator. Was habt ihr da vor? Was kommt da? Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, es scheint das Zeitalter der Lagerfeuer wieder zu sein. Ne? Wetten, das wieder da. Balko kommt, glaube ich, zurück. Träger kommt ja auch wieder, ne? Mit seinem Song. Ja, ja, ich glaub, und da ja, fehlt ja natürlich TV Total. Und der ehemalige Moderator, ist ähnlich wie Voldemort, wir wollen den Namen nicht sagen, der wollte es nicht mehr tun. Und dann habe ich wohl irgendwie zu doof auf dem Flur rumgestanden. Und dann hieß es einfach, traust du dir das zu? Und dann habe ich natürlich gesagt, das traue ich mir zu. Ja, ja, na wer klar, den ja Podcast gehört hat, weiß, worauf ich anspiele. Ja, ja, also dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, okay, mache ich. Ja. Ich hatte auch gerade Zeit. Ja, naja, gut, aber ich mein, du war ja nicht so, dass du jetzt Langeweile hattest vorher, sondern du machst ja schon eine ganze Menge. Auch vorher, aber nochmal auf die Sendung, weil wir natürlich jetzt wissen wollen, was ist das denn da? Ja. Kommt da einfach so, wenn wir jetzt morgen um Viertel, ach kommt das, ne? Wenn wir das jetzt anmachen, dann kommt der Opener da, ist das dann alles wie da immer? Da schmeißt du dich schon mal weg, total witzig. Ja. Ne? Also es kommt ein Cold Opener, Jingle-mäßig, sonst noch was. Also im Grunde genommen, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja. Wofür TV Total stand, ist ja klar, also wir watschen alles in der Medienbranche ab, was es da gibt. Und wir sind der Meinung, das ist jetzt auch mal endlich wieder an der Zeit. Also wir gucken uns aber alles an, das heißt auch Snapchat, Twitch, TikTok oder sonst noch was, jegliche Podcasts, die es gibt. Oh. Ja, ja, ja. Die gucken uns auch an oder hören die uns an und dann werden wir daraus was Lustiges bauen. Also gerne mit Schnipseln und KKG, sodass es noch lustiger ist. Ja, man muss nämlich wieder zurückgehen. Also wenn man sich wirklich an die Anfänge von TV Total erinnert, war das ja eine reine Show, die sich tatsächlich eigentlich nur mit anderen Shows beschäftigt hat. Irgendwann wurde es dann eher eine Show mit eigenen kleinen Einspielern und so weiter und so. Aber also am Anfang war das das Kerngeschäft. Genau, wir machen das Oldschool. Wir gehen zurück zur Ursubstanz, also nicht jetzt mit Gästen und Co., sondern es gibt viele, viele Schnipsel, viele Ausschnitte. Und was ich vielleicht verraten darf, wir waren auch bei Wetten, dass. Ja. Mehr möchte ich aber dazu nicht sagen. Es hat zu, es hat zu etwas Irritation geführt, aber auch sehr vielen Lachern. Und das lohnt sich schon. Wir sind viel im Gespräch mit Anwälten im Moment. Ja. Aber es sieht gut aus, dass man doch einiges sehen kann. Ja, ich habe das da so ein bisschen gehört. Was hast du gehört? Sag mal. Ich habe gehört, dass du da rumgenervt hast. Ja, aber auf eine ganz, ganz sympathische Art und Weise. Also wir fanden es unwahrscheinlich witzig. Ja. Das ZDF, glaube ich, wird es auch in spätestens anderthalb Jahren sehr, sehr witzig finden. Ja. Wir gucken mal in einen Trailer rein. Da sieht man nämlich schon erste Bilder und kann man ein bisschen erahnen, wie sieht das Studio aus. Dies, das, also für alle, die sich jetzt wahnsinnig interessieren, hier kommen mal ein paar erste Einblicke. TV Total kommt zurück aus der längsten Sommerpause der Welt. Und weil Stefan sich nur noch mit seinen eigenen Hobbys beschäftigt, gibt es nur einen, der es machen kann. Ein Mann, dessen Pimmel jeden Tag größer wird. 2 Zentimeter mehr als beim letzten Mal. Das war natürlich Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Hallo zusammen, ich heiße Sebastian Puffpaff. Was? Wer bist du denn? Ich weiß genau, was Sie gerade denken. Sebastian Puffpaff? Was ist denn das für ein bekloppter Name? Allerdings. Und deswegen üben wir den jetzt noch mal schön langsam. Hm? Ja? Gut. Ja, geht noch besser, ne? So, Freunde, 2015 ging die Ära TV Total zu Ende. Und seitdem Fernsehen, Internet, soziale Medien, alles komplett außer Kontrolle. Aber damit ist jetzt Schluss, denn TV Total ist zurück. Und zwar mit mir, Onkel Puffy. Und wir sind angetreten, um zu richten, zu bewerten und abzustrafen. Weißt du Bescheid, ne? Und selbstverständlich gehe ich natürlich auch wieder raus auf die Straße. Kann ich das Brötchen haben? Nein. 10 Euro. Nein.
20 Euro. Wir fühlen den Promis richtig auf den Zahn. Hat's genässt oder gejuckt? Weder noch. Sie erfahren es nicht. Und für dich, Klaas, da habe ich natürlich noch eine ganz, ganz besondere Nachricht. Dein Arbeitsplatz fällt weg. Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr. Ist so. Stefan, ich muss aber nicht deine Zähne anziehen, oder? Ganz ehrlich, nein. TV Total ist wieder da. You did it again. Die Nippel funktionieren noch. Die Nippel funktionieren noch. You did it again. Weil wir wollen jetzt konkret wissen. Was für Ausschnitte gibt es denn morgen? Was kommt denn? Wen nehmt ihr euch denn da vor? Also, wie gesagt, Wetten, das haben wir auch so ein bisschen bearbeitet. Ja. Was heißt denn bearbeitet? Wollt ihr das bearbeiten oder guckt ihr dann, naja, die Sendung, wer verspricht also wir, sich, wir wer haben, fällt wir hin? Wir hatten eine eigene Saalwette so für uns ausgerufen und die versuchen wir, dann haben wir versucht durchzusetzen. Das Ergebnis dann bitte morgen, ne, ja. 20:15 Uhr auf ProSieben. Das nimmt relativ viel Raum ein, weil wir wussten nicht, dass so viel Material inklusive Polizeieinsatz. Also es ist bunt, ja, und laut, also ja, das ist schon mal schön. Und der Rest ist wirklich querbeet. Also wir haben natürlich auch von Armin Laschet, Söder, KKG bis hin zu, was Instagram gerade so bietet. Ja. Also auch da, Insta total wird es jetzt geben als Rubrik. Okay. Das lassen wir auch nicht außen vor. Also, wir sind wesentlich moderner geworden und benutzen alles, was es da draußen gibt und was in irgendeiner Art und Weise witzig ist, weil das ist uns wichtig, dass wir jetzt nicht da draußen das nächste, weiß ich nicht, irgendwie politische Abwatschen starten, sondern wir wollen einfach mal für eine Stunde Heiterkeit. Und als seniorigen Berater wirst du ja den Produzenten, man weiß ja, Stefan Raab produziert das Ganze. Er wird da sein, er wird dir den einen oder anderen guten Tipp geben. Ja, mit Sicherheit. Er wird mir väterlich über die Schulter schauen. Er wird dir väterlich über die Schulter schauen und dir befehlen, was du zu tun hast. Oder wie läuft das? Er wird sofort sagen, lauf, mach so, wie du meinst. Ich habe Vertrauen in dich. Ja. Und das stärkt einem natürlich den Rücken. Und das nutze ich dann einfach. Und werde diese Welle einfach surfen. Aber ist auch das die Liebe, die mir entgegenschlägt. Eine Sache kann man sich ja wirklich vorher überlegen. Und das weiß man ja. Und deswegen finde ich das mutig zu sagen, ich mache das jetzt. Natürlich. Wenn so lange sowas so erfolgreich war, dann sagen die, wo ist der Moderator, der es früher gemacht hat und dies und das und so. Man weiß ja jetzt schon, dass das viele Leute sagen werden. Ja. So. Und insofern finde ich es mutig, dass man sagt, ja, okay, weiß ich, aber ich stelle mich da jetzt trotzdem hin und wir machen da jetzt was und draus. Und das Zeug ist halt einfach so witzig, das ist total egal, was für eine Pappnase da einfach sitzt. Ja, also dementsprechend im Grunde genommen, ich bin ein Conferencier, jemand, der einfach sagt, guck mal hier, guck mal da. Was sagt denn dein feines Kabarettpublikum dazu? Hast du Satire und feines Kabarett mit dem Filetmesser ist er an die deutsche Gesellschaft mit dem Florett rangegangen. Ja. Und diese ganzen Leute beim Prix Pantheon rümpfen jetzt die Nase und sagen, jetzt ist er da zu den Assis zu ProSieben. Ich glaube, ich ziehe unwahrscheinlich viel von Arte, Dreisat, die ziehe ich alle rüber zu ProSieben. Und ich glaube, es wird eine ganz große Bewegung stattfinden. Also da ist eine Wählerwanderung, Scheiß dagegen. Ja. ProSieben wird jetzt richtig brummen. Ja, und Dreisat, Arte, das sage ich mal, schade. Ne? Schade. Mhm. Du hast mir gerade erzählt, du warst mal bei TV Total selber als Comedian da zum Witze erzählen. Ja, deshalb, so wie du mich angesagt hast, auch der Blick auf den Zettel nach dem Motto, und jetzt kommt. Ja. Ich bin selber da aufgetreten und ich glaube, der Moderator damals hat mich angesagt mit, hier kommt Sebastian Piffpaff. Also, das heißt einfach, der Name lädt auch dazu ein, ja, aber ich hab falsch das, zu verstehen. Das habe ich tatsächlich aus der eigenen Erinnerung geholt, weil auch Häufer Umlauf wurde viel abgelesen da. Wie wirst du häufig falsch genannt? Gar nicht richtig, aber abgelesen halt. Häufer Umlauf. Ja. So. Das ist dann auch immer so, man weiß es nicht. Ja, so, also vielleicht heißt er so, hier kommt er. Und das, so, sag mal, welche Sender habt ihr so besonders auf dem Kicker? Früher war das immer so der NDR, der MDR und so. Ja, was glaubst du denn? Ja. Liebe Grüße an BILD-TV an dieser Stelle. Welcome to the family. Ist es so? We love to entertain you too. Oh, I'm gonna entertain you back, baby. Also, schön, dass du jetzt mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen morgen. Und wir haben jetzt offenbar eine neue Show, an die wir uns jetzt wieder gewöhnen können. Und ich freue mich, dass es so ist. Also, freundlich. Ja, so ist es doch. Ja. Sebastian Puffpaff, so ist es.